Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nightstream. Es ist schon ein bisschen her. Im Nightstream spielen wir immer Fantasy-Spiele oder hauptsächlich Fantasy-Spiele. Und wir wagen uns mal wieder an Ori and the Blind Forest. Keep hat es ja nicht so gut hingekriegt, deswegen habe ich gedacht, jetzt probiert's mal der gute alte Flaffo. Ich wünsche euch viel Spaß. So, einen recht herzlichen guten Abend, guten Tag oder auch guten Morgen, wann immer ihr das Video seht. Mein Name ist Flaffo und wir spielen jetzt wieder mal Ori and the Blind Forest. Ich denke, es wird sehr, sehr lange dauern heute, weil wir sind in diesem komischen Baum, wo man so richtig verzweifelt, weil da richtig viele Fallen drin sind und so. Wir spielen eben einfach so lange, bis es irgendwie klappt und das Video wird dann einfach uncut hochgeladen oder auch als Nightstream einfach so live abgespielt, wie auch immer. Deswegen wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht, schlaft gut und viel Spaß nun bei dem Spiel. Es geht los. Habe ich schon gesagt, viel Spaß? Ja, viel Spaß. So bauen. Ja, das wird lustig. Ach, wie schön. Das wäre schon mal geschafft. Ich guck mal, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, sie läuft noch. Wunderbar. Weiter geht's. Das war ein bisschen gemein jetzt. Muss ich da jetzt hin?
Hier speichern. Ah, ja. Gut. Ja, FaceRig funktioniert irgendwie nicht immer so, wie es soll. Ja. Also wenn der Red Panda irgendwann mal ein bisschen erstarrt, ja, also nicht wundern. Ich glaube, das kann man nur mit Ausprobieren rausfinden. Aha, okay. Ich kann nicht mehr speichern. Was? Aha. Ah. Oh. Moment, war ich da nicht schon mal? Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Hm. Ah, da. Die Spinne ist natürlich wieder respawned, das ist ja klar. Hey, wo muss ich da jetzt hin? Ich glaube, wenn ich da jetzt... Nee, geht nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt da, dann lande ich da unten und direkt in den Don, oder? Ja. Das heißt, ich muss dann gleich da rein und... Ja, ich bin gar nicht so schlecht. Ne? Thank you.
So. Okay. Los. Ja, genau. Hä? Ich glaube, ich rede auch nicht so viel, sondern. Ja, sondern konzentriere mich auf das Spiel. Ja. Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Hey, wenn der. Wenn hier der Endboss genauso einfach wird wie hier dieses Donkstrüpp da. Dann kann man sich freuen. Okay. Ach, du Schande. Und ich kann nicht speichern, ne? Wo lande ich eigentlich da? Hä, wo bin ich? Ach, da ist er. Oder sie. Oder es. Oh Mann, ich kann, hab nichts, um mein Leben aufzufüllen oder so. Wo komme ich hier eigentlich hin? Aha. Aha. Also wenn ich da... komme ich einfach nur da wieder raus. Okay. Hier kann ich nichts machen. Wenn ich da unten reinspringe, komme ich auch da raus, ne? Müsste ich... so ein Gegner. Okay, da komme ich nur dahin. Und da komme ich wieder dahin. Wie komme ich darüber? Scheiß Einbahnstraße. Oder, naja, ne, ist eine Sackgasse. Kommt man da irgendwie? Ne. Hä? Rätselspiele haben ja schon was irgendwie, aber wenn man nicht weiß, wo man hin soll.
nur den einen Weg hier. Und der führt immer wieder hierher. Warum ist hier dann überhaupt ein Gegner, wenn man da nirgendwo hinkommt? Kann ich dafür sorgen, dass das hierhin geleitet wird? Yes! Yes, 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 yes! Zeichnen wir noch auf. Oh, 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 oh. Jetzt läuft's richtig gut. Okay.
Ach, du Scheiße. Manchmal sollte man sich einfach fallen lassen. Ah, da fehlt noch was. Okay. Jo. Dummerle. Das war schon gemein jetzt. Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Tief aus dem Inneren des Stammbaums höre ich die Schreie des Entsetzens. Rem war agil, er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitet die Weisheit. Erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du
die linke Maustaste bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Bin ich jetzt? Hä? Hä? Wie komme ich da hoch? Hallo? Och, Ori, komm schon. Ich muss da hoch. Mal erstmal speichern. Nein! Wie war das nochmal da? Okay. Okay. Ah ja. Ich kann da ohne. Muss einem doch gesagt werden. Na komm. Ja. Ah, der kommt nochmal. Moment, du kannst deine Feinde stoßen. Nutze H und lege eine Richtung fest. Wo soll ich den dann hinmachen? Soll ich denn an ihn stoßen? Das kapiere ich nicht. Hä? Ah, warte mal. Ich muss mich stoßen. Jetzt habe ich es verstanden.
Passt. Passt, passt, passt. Komm. Edge. In der Nähe von Feinden geht es nicht. Ah, klasse. Hier? Ah, gut. Ah, du Scheiße. Wie soll ich... Hä? Wie soll das gehen? Okay. Wo soll ich nicht auf ihn stoßen? Ich muss da hin, ne? Ah, okay. Bin ich ja weg, wenn ich stehe? Mich selber. Des Dingens da dran. Oh! Definitiv da hoch. Ah.
Geht's da überhaupt weiter? Nee. Vielleicht muss ich wieder zurück. Komisch. Wie geht's da jetzt weiter? Alle lassen. Okay. Wohin soll's dann prallen? Da oben? Na. Na. Also, okay, da muss ich's praktisch... Aha! Aha! Ach du Scheiße. Warum ist da kein Speicherpunkt? Wir sind kein Speicherpunkt. Mann! Ah, wo muss ich's? Wo muss ich's hinleiten? Ich muss es. Ich muss es dahin leiten. Oder dass es da abprallt. Holy shit.
Oh Gott. Mann, und ich kann nicht speichern. Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich kann nicht speichern. Mist. Wenigstens da hätte sie doch einen Speicherpunkt machen können. Ach Mensch. Mono. Ach, die andere Richtung, du Depp. Na komm. Danke. Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich wieder hin muss. Jetzt respawned? Ja. So, Freundchen. Very nice. Meine Güte, wie groß ist denn dieser Ginkgo-Baum? So, ich guck mal, bin ich überhaupt, ich glaube, ich bin zu groß im Bild. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. So. Jetzt mache ich mich hier noch ein bisschen. Moment. 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 Jetzt. So. So, jetzt. Ich glaube, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Ja. So. Weiter geht's.
mit Ori im Stachelwald. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Nein! Da muss man drei Tasten gleichzeitig drücken. Okay. Ich will doch da hoch. Bin ich. Aha. Kann ich das speichern? Oh Gott sei Dank. Okay. Ey, hä? Ach du Scheiße! Hä? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Nein! Also, ich hoffe, ihr habt Snacks dabei und was zu trinken. Das kann noch lange dauern. Viel Spaß! Gar nicht hin, ne? Da ist aber jetzt auch alles voller Dornen. Da gibt es nichts, wo man sich sonst hin. Und es reicht nicht ein einfaches Hochspringen, um das zu aktivieren. Nein, man muss so rüber, dass man die Lampe aktiviert. Und da muss man die aber auch noch aktivieren. Ja. Das ist. Ich würde ja jetzt sagen, wer das erfunden hat, der hatte nicht mehr alle an der Zwiebel, ne? Aber Ori ist ein mega Spiel. Es ist mega schön. Aber. Man kann vielleicht auch von da aus. Das eine Puzzle habe ich ja schon. Vielleicht könnte ich von da aus. Ja. Aber man kann auch übertreiben mit den Rätseln und mit dem Schwierigkeitsgrad. Und das ist mega übertrieben. Leute, das ist wirklich mega übertrieben. Also ich muss, um jetzt zur Verständnis, ich muss die Leertaste und die Rechtstaste gleichzeitig drücken auf dem Computer, ne, auf der Tastatur. Das ist ganz schön weit auseinander. Und gleichzeitig dann das hier aktivieren. Also ich muss jetzt
hoch zu springen. Aber ich komme da gar nicht dran, weil es zu hoch ist. Also man kann, das geht nur mit einer Kombination. Jetzt hier. Und wenn man nicht nah genug an diese Laternen kommt, kann man sie nicht aktivieren. Na? Schön. Also es ist wirklich... Jetzt habe ich das Ding und sterb schon. Ne? Und das ist, ich finde das wirklich extrem. Ich kann, wenn ich nicht nah genug dran bin, kann ich es nicht aktivieren, damit ich darüber springen kann. Und ich habe nur noch ein grünes Lebensdings. Das heißt, ich darf mir eigentlich gar keinen Fehler erlauben. Ja, das ist wirklich, das gibt's nicht. Und es gibt so viel, wo dieses Spiel lieben. Das ist so wunderschön gemacht. Aber trotzdem, es ist so frustrierend, wenn man dann an so einer Stelle nicht weiterkommt. Und man will doch wissen, auch wie die Story weitergeht und die Einspielfilme und so weiter. Einspielerfilme und so weiter. Und dann hängt man an so einem Ding fest, ne? Also ich fand schon den unteren Bereich, wo die ganzen Portale in die Dawn führen und so, das fand ich schon anspruchsvoll genug. Aber das hier... Und wir sprechen jetzt noch nie mal... Und wir sprechen jetzt hier noch nie mal von einem Endgegner, ne? Ein Endgegnerkampf ist ja... Ist ja nochmal was anderes. Okay, ich glaube, jetzt haben wir nur noch den ganz rechts da oben, ne? Ja. Und wir sprechen jetzt nicht mal von einem Endgegnerkampf, ne? Das wollen wir an der Stelle mal festhalten. Also falls das hier irgendjemand sieht und das Spiel kennt, jetzt mal abgesehen von dir, wenn es hier von dem, falls du es hier siehst, von dir weiß ich ja, dass du das Spiel durchgespielt hast. Wie auch immer du das geschafft hast. Aber mich würde mal interessieren, wie viele Ori-Fans gibt es? Dieses Spiel aufgegeben haben. Die gesagt haben, an so einer Stelle bin ich verzweifelt. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Dingens. Jetzt müsste ich wissen, wie geht's weiter. Muss ich jetzt zwar weiter hoch?
Anscheinend. Oder? Wo ist die Karte? Krieg ich die Karte? Oh, ich habe vergessen, wie man die Karte holt. Wie kriegt man die Karte nochmal? Ah, ja. Ja, wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. 64% vom Ginzo-Baum erst geschafft. Da kommt doch bestimmt ein Endgegner, oder? Also so ein Endboss. Wie soll man jetzt da hochkommen? Ach du Scheiße. Puh. Wie soll man hoch genug kommen? Vielleicht von der anderen Seite. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte es fast geschafft. Übrigens, so, Damen und Herren, bekommt man ein... Ich glaube, es nennt man Carpal-Tunnel-Syndrom. Ich nenne es den Nintendo-Arm. Die Ärzte und Ergonomie-Experten nennen es tatsächlich Mausarm, abgeleitet vom Tennisarm. So bekommt man richtig üble Schmerzen in den Händen und in den Gelenken. Oder auch mal eine Sehnscheidenentzündung. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Deswegen, ich rate... Yes! Was wollte ich sagen? Ich rate... Pausen zu machen. Seelenverbindung ist bereit. Okay. Wollen wir uns was Kartenmarkierungen? Ultra-Seelenverbindung. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Oh, da haben wir noch voll wenig, gell? Ultralichtstrahl erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Treuflamme. Was nehmen wir mal? Das oder das? Wir nehmen das. Ah, halt. Den holen wir uns noch. Och, du liebe Zeit. Mir schwant Schreckliches. Mir schwant Schreckliches. Ja, ich bin schon lange nicht mehr. Mir schwant Schreckliches. Leute, ich hab Angst. Ich hab Angst. Endgegner. Endboss. Nee, das ist noch kein Endboss, ne? Aber wie? Hä? Ah! Hallo! Oh.
Ich muss den besiegen. Ja? Wie soll ich denn? Ah, wahrscheinlich, dass der sich selber umbringt. Oder? Aha. Ja, das war die richtige Pferde. Das war der richtige Ansatz. Aber der wird nicht schwächer, wenn ich jetzt sterbe, ne? Den richtigen Ansatz. Aber man kann nicht speichern. Ach so. Oh, fast. Au. Ja, wunderbar. Leute, das sieht ja richtig gut aus jetzt. Das ist jetzt aber an der Stelle wieder mal so unnötig schwer machen müssen. Oh Gott, nein. Da reicht jetzt das einfache Hochspringen nicht. Oder? Da muss man jetzt wieder so. Schreckliches. Das Herz des Gisobaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf, doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Endboss, Bosskampf. Wir müssen ihm helfen, es zu heilen und den ganzen Schmutz zu beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Okay. Liebe Leute. Ich muss gucken, ob der Flaffo wieder. Ja. Liebe Leute, so, speichern. An dieser Stelle machen wir mal einen Cut. Das heißt, wir spielen beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, ich werde das Video als Nightstream laufen lassen. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber wenn ihr das seht,
wünsche ich euch an dieser Stelle eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Ori wieder, wenn es dann zum Bosskampf oder was auch immer hier dann passieren wird, kommt. Ja? Bleibt gesund, bleibt neugierig und tschüss. So, das war mal wieder Ori and the Blind Fluffo, the Blind Forest mit eurem Lieblingsred Panda Fluffo. Übrigens, es kommt bald auf von Pixar der neue Pixar-Trickfilm Red, Turning Red, auf Deutsch Rot. Da geht es auch um einen Red Panda und das werde ich mir natürlich reinziehen. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes, vielleicht von eurem fluffigen Fluffo. Gute Nacht.